Nun lasst uns überlegen, was wir bereits wissen, weil Wiederholung hilfreich ist. Denn das sind Dinge, die ihr für den Rest des Lebens braucht. Also, wenn ich eine Gerade habe und einen Winkel zeichne, sagen wir, dass hier ein Scheitelpunkt ist. Wenn ich entlang dieser Linie oder diesen Kreis gehe, wird das 360 Grad sein. Wir wissen bereits, dass ein Kreis 360 Grad beträgt. Richtig. Wir wissen auch, dass, wenn ich eine solche Geraden habe, wenn ich zwei Winkel habe, lass mich sie zeichnen. Das ist Winkel X. Und das ist Winkel Y. Winkel X und Winkel Y sind Supplementwinkel. Und das bedeutet, dass sie zusammen 180 Grad ergeben. X plus Y ist gleich 180 Grad. Warum das so ist? Weil, wenn wir X und Y summieren, dann haben wir einen Halbkreis. Und das ist 180 Grad, richtig? Dieses Teil des Weges und dies ist auch der Rest des Weges. Also X plus Y sollen 180 Grad sein. Ich hoffe, dass ihr das bereits gelernt habt. Lass mich die Farbe wechseln. Lass mich eine Gerade zeichnen. Ich zeichne eine senkrechte Gerade. Ich habe diese Gerade und jetzt noch diese. Sie sind zueinander rechtwinklig. Ich zeichne dann noch eine Gerade. Sagen wir, sie verläuft so. Nun sage ich, dass es Winkel X ist. Ups, das ist Winkel X und das ist Winkel Y. Nun, ich sagte, dass diese beiden Geraden zueinander rechtwinklig sind, nicht wahr? Das heißt, dass sie einen Winkel von 90 Grad einschließen. Wir wissen, dass dieses Ding 90 Grad ist. Und was wissen wir über die Summe X und Y? Die ist 90 Grad. Oder wir können sagen, dass X und Y Komplementwinkel sind. Ich verwechsle immer zwischen Komplement und Supplementwinkel. Ihr solltet das aber merken. Ich weiß nicht, ob es einen einfachen Weg gibt, es sich einzuprägen. 180 Supplementwinkel. Man kann sich irgendwelche Eselbrücke ausdenken. Ein Wort, das mit S beginnt. Es ist symbolisch. Komplementwinkel. 90 beginnt mit den Buchstaben N, Komplement nicht. Dafür braucht ihr eine andere Eselsbrücke. Komplementwinkel. Ich weiß nicht, ob ich das richtig buchstabiere. Ach, was tut's. Lass uns weitermachen. Lass uns einige Regeln lernen. Ich werde euch mit dem ganzen Arsenal von Regeln ausrüsten. Und sobald ihr ihn habt, könnt ihr alle tierischen Probleme lösen, mit denen ich euch bewerfen werde. Ihr sollt das gut merken und vielleicht ein paar Videos später könnt ihr ganz leicht mit diesen Problemen umzugehen. Ihr wisst, dass ich Variablen verwende. Wenn ihr nicht mit Variablen vertraut seid, könnt ihr Zahlen benutzen. Wenn x 30 Grad ist, dann ist y 60 Grad, stimmt's? Oder wenn x zum Beispiel 45 Grad ist, dann ist y 135 Grad. Ein anderes Beispiel. Ich zeige noch eine Eigenschaft der Winkel an den Geraden, die sich schneiden. Also, ich habe zwei Winkel und zwei sich schneidende Geraden. Hier sind ein paar Geraden, die sich schneiden. Zuerst möchte ich euch von den Gegenwinkeln erzählen. Lass mich die Farbe auf Gelb wechseln. Wenn dieser Winkel x Grad ist, dann stellt sich heraus, dass der Gegenwinkel auch x Grad ist. Ihr glaubt mir nicht? Ich werde es euch beweisen. Sagen wir, dass es y Grad ist. Ja? Und ich werde euch beweisen, dass die Winkel x und Y
gleich sind. Also, was wissen wir? Nennen wir den anderen Winkel, ich tue das, um euch zu verwirren, Winkel z. Und was wissen wir über die Winkel x und z? Vielleicht ist es für euch nicht ganz klar, weil ich sie etwas anders zeichnete. Aber ich gebe euch einen kleinen Hinweis mit einer entsprechend interessanten Farbe. Wie viel beträgt dieser große Winkel hier? Ich gehe entlang dieser Linie. Das ist ein Halbkreis. Also, was für ein Winkel ist das? Das ist 180 Grad Winkel. Wie viel ist dann x plus z? X plus z ist gleich diesem großen Winkel. X plus diese lila Winkel z ist gleich. Ich ändere die Farbe auf blau, aber vielleicht nimmt diese Farbeänderung zu viel Zeit. Ist 180 Grad. Oder x und z sind Supplementwinkel. Also, was wissen wir über den Winkel z? Z ist 180 minus x. Stimmt's? Da x plus z ist 180. Fein. Welche Verbindung gibt es zwischen z und y? Sie sind auch Supplementwinkel. Da schaut, wenn ich diesen Winkel hier zeichne, diesen großen Winkel, was ist das für ein Winkel? Ich bin noch einmal um den halben Kreis gegangen, stimmt's? Jetzt benutze ich diese Gerade. Dieser Winkel ist 180 Grad. Wir wissen, dass die Summe von den Winkeln z und y 180 Grad ist. Z plus y ist gleich 180 Grad, stimmt's? Ich möchte nicht das noch einmal schreiben, aber z und y sind auch Supplementwinkel. Wir haben aber gerade herausgefunden, dass z ist gleich 180 minus x, stimmt? Lass uns das ersetzen und dann erhalten wir 180 minus x plus y ist gleich 180. Wir subtrahieren 180 von beiden Seiten der Gleichung und wir haben noch minus x plus y ist gleich 0. Jetzt addieren wir x auf beiden Seiten der Gleichung und wir erhalten y ist gleich x. Da war ein sehr langer, aber nicht besonders schwerer Weg, um zu beweisen, dass die Gegenwinkel gleich sind. Also y ist gleich x. Ihr könnt einen Kreis und jede Menge von Geraden zeichnen, die sich schneiden. Ich glaube, wenn ihr das genau ansieht, dann werdet ihr das verstehen. Und dann auch, wenn dieser Winkel z Grad ist, dann ist Gegenwinkel auch z Grad. Also, was wissen wir jetzt? Die Summe aller Winkel in einem Kreis ist 360 Grad. Und wenn zwei benachbarte Winkel sich zu Halbkreis ergänzen oder wenn deren Verbindung eine Gerade bildet, es gibt verschiedene Formen der Darstellung, wir wissen, dass sie Supplementwinkel sind und sich zu 180 Grad ergänzen. Wenn sie sich zu 90 Grad ergänzen, dann sind sie Komplementwinkel. Gegenwinkel sind gleich, stimmt? Dieser Winkel ist gleich diesem und dieser Winkel diesem, und zwar, weil sie Gegenwinkel sind. Im nächsten Video erzähle ich euch über parallelen und schneidenden Geraden. Es gibt dann noch mehr schicke Wörter für einfache Begriffe. Bis zum nächsten Video.